Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Review. Und zwar haben wir heute die Deepcool Mystic 360 am Start. Die gibt es auch als 240er, aber wir testen heute das große Maschinchen hier auf einem 12700K. Das Ding ist, die Verfügbarkeit von dieser Wasserkühlung ist aktuell noch ziemlich schlecht. Die stand mal für knapp 170 Euro im Markt, es liegt so irgendwo bei 235. Deswegen solltet ihr euch nach dem Review dazu entscheiden, euch die irgendwie zu besorgen. Dann wartet noch ein bisschen, bis die Preise sich wieder stabilisiert haben. Im Übrigen werde ich auch eine davon verlosen. Ich habe jetzt erstmal das Review-Sample hier. Die zweite, die bekomme ich dann auch hinterher geschickt. Und innerhalb von 2 Wochen werde ich den Gewinner dann auslosen. Dazu müsst ihr einfach nur einen Kommentar schreiben, ein Däumchen nach oben geben, dann seid ihr mit dabei. Voraussetzung, ihr wohnt in Deutschland, weil Versand in die Schweiz ist schweineteuer. Und Österreich auch. Aber gar nicht lange labern, ihr kennt das ja, wir schauen uns das Teil jetzt mal an. Ich blende euch hier jetzt die kompletten technischen Daten ein. Für die, die es wirklich interessiert, was das Ding so alles kann, kann auch gerade Stopp drücken, sich das angucken. Ich gehe jetzt gerade mal auf die groben Sachen ein. Die gängigen Sockel werden auf jeden Fall unterstützt, LGA 1700, 1200 und dann AM4 und AM5. Natürlich noch ein paar andere Sockel, die ein bisschen älter sind. Also da sollte es eigentlich keine Probleme geben. Das Radiatormaterial hier ist Aluminium. Einige schwören halt auf Kupfer, ist natürlich auch so, aber das bekommt man in dem Preissegment meistens nicht. Die Pumpe arbeitet mit 3400 Umdrehungen. Das bedeutet, ich werde gleich beim Mainboard einfach auf 100% stellen und dann werden wir halt genau diese Leistung haben. Die Lüfter selbst arbeiten mit 500 bis 2150 Umdrehungen plus minus 10%. Da werde ich einfach so ein automatisches Profil reinpacken, also das ganz normal beim Mainboard voreingestellt ist. Schauen wir uns den 360er Radiator an sich an, sehen wir schon, die Lüfter sind vormontiert. Yippie, ich brauche gleich nicht Schrauben. Und dann haben wir hier so ein Daisy-Chain-System, 4-Pin PWM. Das heißt, die werden alle über ein Kabel angesteuert. Der Radiator an sich ist ein ganz simpler 360er Radiator. Brauche ich jetzt nicht viel zu sagen. Aber ich finde das gut, dass die hier so wirklich vorangeklemmt sind, weil dann brauche ich gleich nicht schrauben, nichts anschließen, dann brauche ich das nur noch aufs Mainboard hauen. Und jetzt kommen wir zu der Besonderheit. Wir haben hier einen Pumpenkopf, der hat ein Display verbaut, das 640x480 Pixel fasst. Das ist ein TFT-Display. Da könnt ihr euch die CPU-Auslastung anzeigen lassen, die Temperaturen. Ihr könnt Bilder drauf abspielen lassen, also irgendwelche GIFs oder kleine Videos. Ihr könnt das aufzeichnen lassen bis zu 7 Minuten und habt dann quasi ein Diagramm hier auf dem Display. Deepcool liefert dazu eine eigene Software mit. Was die Verkabelung angeht, haben wir hier einen ganz normalen SATA-Stromstecker, den 5 Volt ARGB-Header. Und dann hier noch den USB-Anschluss, wo dann sozusagen die Daten übermittelt werden. Das kennt man unter anderem auch von dem CH560 Digital zum Beispiel. Diese Deepcool-Gehäuse, die die kleinen Displays dabei haben, die Temperatur und Auslastung anzeigen. Und darüber wird der ganze Pumpenkopf angesteuert. Das ist also nicht so ein eigenes System, sondern wirklich ganz normaler USB-Anschluss. Ihr braucht da jetzt nicht, wie bei manch anderen Herstellern, irgendwie noch so eine extra Box oder sonst irgendwas. Ganz normal USB und let's go. Was ich nicht ganz so toll finde, ist, dass die Wärmeleitpaste voraufgetragen ist. Ich meine, ja, es ist einfach. Für eine einfache Montage und man wechselt nichts, ist das super. Ich finde es immer besser, wenn man so eine kleine Tube mit dabei hat, damit, wenn die mal runter muss, weil man einen Prozessor aufrüstet oder irgendwas machen will, dass man das halt einfach wieder neu auftragen kann. Ihr habt halt einen Versuch und wenn der scheitert, ja, dann müsst ihr euch eine Tube Wärmeleitpaste besorgen. Wir testen natürlich gleich mit dieser Wärmeleitpaste, ne, die ihr hier seht. Was ich aber noch cool finde, sind diese kleinen Absätze hier. Das sieht dann ein bisschen ordentlicher aus. Ihr habt dann auch noch ganz klein das Deepcool-Logo. Das ist ganz nett. Aber man muss sagen, der Pumpenkopf, das ist schon ein Brecher. Also ich hatte schon kleinere Pumpenköpfe in der Hand. Also das ist so ziemlich das Größte, was ich in dem Bereich mal in der Hand hatte. Was das Zubehör angeht, haben wir hier die ganz normale Backplate für sämtliche Intel-Sockel, diese typischen Montagerahmen und die typischen Abstandshalter. Das kennt ihr ja von Deepcool, ist ja nicht das erste Produkt, was ich von denen reviewe. Und was sie hier auch wieder so gemacht haben, auf diesen Abstandshaltern sehen wir eingeprägt, für welchen Sockel die sind. Also eigentlich kann man nichts falsch machen. Wenn man jetzt natürlich nicht aufpasst, schon, aber eigentlich nicht. Und dann haben wir hier noch so ein ganz normales PWM-Verlängerungskabel. Und hier sieht man es halt wieder. Es ist diese typische Deepcool-Montage. Backplate hinten drauf, hier oben diese Abstandshalter drauf mit der Bezeichnung 17XX, also 1700er Sockel. Ja, von unten dieser Rahmen drauf. Und dann kommen halt schon diese Rändelschrauben, ne? Also ist wirklich nichts Besonderes. Und hier fängt schon AMD an. Also ist wirklich sehr, sehr easy. Die Backplate habe ich jetzt schon dahinter gelegt. Man sieht hier schon die Schrauben rausgucken. Da kommen dann diese Abstandshalter drauf. Man sieht es hier, 17XX. Die sind vom inneren Durchmesser sogar ein bisschen kleiner als diese Bolzenstifte. Das bedeutet, das hält jetzt schon mal so. Dann schrauben wir jetzt hier diese kleinen Metallflügelchen dran. Und im Endeffekt setzt man jetzt hier einfach nur noch die Pumpe drauf. Und dann kann man die ganze Sache auch gleich schon festschrauben. So, jetzt ist auch soweit alles verbaut auf meiner Testbench. Jetzt kommt wieder der schönste Part hier. Ah, herrlich. Ich schalte das System jetzt auch das erste Mal ein. Mal gucken, was uns das Display anzeigt, jetzt ganz ohne Software.
ein Deepcool-Logo, was sich die ganze Zeit dreht. Okay, ja, es weiß nicht, wie es ausgerichtet ist. Da ist, glaube ich, so ein kleiner Gyroskop-Sensor drin und ich müsste das jetzt mal hochkant stellen, damit der richtig rum sich arretiert quasi. Bin gespannt, ob das wirklich geht. Ich hebe das mal hier so ein bisschen an. Das funktioniert tatsächlich, da ist ein Gyroskop drin. Wenn ich jetzt wieder hinlege, ja, dann dreht er sich wieder. Ich glaube, ihr hört jetzt auch gerade die Wasserkühlung, ich glaube, ich lege jetzt einfach ein Stück Pappe oder so drunter, dass das richtig rum ist. So. Ja, das funktioniert. Ich habe da jetzt so eine kleine rote Werkzeugbox drunter gelegt und das funktioniert tatsächlich. Der arretiert sich automatisch. Ach, und nur mal, damit ihr eine Idee bekommt, wie das gerade aussieht. Also ich habe den jetzt hochkant gestellt, damit sich keine Luft irgendwie in dem System sammeln kann. Ich werde diese Wasserkühlung auch noch in dem neuen Case von Deepcool dann vorstellen. Dann sieht man das optisch richtig. Und ja, so sieht das jetzt halt aus. Und hier ist wie immer das Deepcool-Logo. Und wir werden jetzt ins BIOS gehen und werden verschiedene Abstufungen einstellen. Also erstmal hätten wir hier die Pumpe. Ich würde die Pumpe jetzt erstmal auf 100% stellen bei allen Tests, damit die wirklich mit voller Leistung fährt. Und die Lüfter lasse ich automatisch regeln. Weil wir wechseln ja auch nicht das Gehäuse oder so. Deswegen packe ich das jetzt einfach mal auf volle Pulle. Und dann gucken wir gleich mal, ob irgendwas von der zu hören ist. Und hier haben wir jetzt die Lüftergeschwindigkeit. Die setzen wir erstmal auf normal. Das ist jetzt so die Lüfterkurve, die von Gigabyte vorgegeben ist. Man sieht schon, das sinkt jetzt ab. Man hört es auch nicht mehr rauschen im Hintergrund. Aber wenn die Pumpe auf 100% läuft, hört man die schon. Ich halte mal das Mikrofon dran. Man hört es ein bisschen plätschern und das Pumpengeräusch halt dieses, was ihr da die ganze Zeit hört. Aber für den Test lasse ich es auf 100% laufen. Nur mal um einen Geräuschpegel zu kriegen, stelle ich es nochmal kurz auf 80. Okay, man hört es auf jeden Fall immer noch. Ich bin jetzt gerade so bei 70% und das passiert, wenn man sie auf 30 stellt. Hört ihr das? Die schafft das dann nicht mehr gegenzuarbeiten. Ich belasse es dann jetzt einfach mal wieder bei den 100. Ich stelle das wieder auf volle Möhre. Dann haben wir einen schönen Vergleichswert. Hier habe ich übrigens die Power Limits. Ich werde den jetzt einmal testen mit 150, dann mit 180 und dann mal mit 200 Watt. Und wenn er schafft, 220 Watt. Mal gucken, was die Wasserkühlung da sagt. Machen wir also erstmal 150 Watt, sollte die Wasserkühlung ganz easy geregelt kriegen. Ich hatte gerade auch noch so die Idee, das System mal hochkant zu stellen und die Wasserkühlung wirklich so hinzustellen bzw. in der Hand zu halten, dass die jetzt quasi oben verbaut wäre, das Geräusch bleibt. Und dann starten wir jetzt den ersten Test, 150 Watt, 10 Minuten und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Also ich würde mal sagen, das hat die Wasserkühlung wirklich mit Bravour gemeistert. 65 Grad ist jetzt echt nicht viel. Und wir stellen jetzt im BIOS mal um auf 180 Watt. Dafür stellen wir jetzt einfach hier bei der TDP wieder, bei Limit 1 und Limit 2 einfach 180 ein. Und dann schauen wir jetzt mal, wie die da so performt. Sollte auch ganz locker funktionieren. Was wir jetzt natürlich beachten müssen, ist, dass die Wasserkühlung ein bisschen aufgewärmt ist. Aber ich denke, mit den Ergebnissen können wir trotzdem gut arbeiten. Und auch hier bei dem 10-Minuten-Test maximal 76 Grad bei 180 Watt. Schafft es auch ganz locker, deswegen jetzt gehen wir mal direkt auf 200 Watt. Hier hatten wir jetzt schon nach 10 Minuten circa 84 Grad auf der Uhr. Deswegen bin ich mal gespannt, was der Prozessor gleich sagt bei 220 Watt. Und auch hier nach dem 10-Minuten-Test 93 Grad, das ist natürlich schon hart an der Grenze, aber er hat noch nicht gefrottelt und dementsprechend kann man die Wasserkühlung in dem Bereich auf jeden Fall so nutzen. Das Thema ist halt die Lautstärke, klar, werde ich jetzt auch gleich nochmal messen und halt eben auch, dass das eine offene Testbench ist und dementsprechend ja, kann das abweichen je nach Gehäuse, was ihr halt habt. Ich habe jetzt auch nochmal den 220 Watt-Test gestartet und jetzt schauen wir mal, wie laut die ist aus ungefähr, ja sag ich mal 20 cm, 30 cm Abstand. Da seid ihr jetzt schon bei locker flockig 50 Dezibel.
Und auch hier gilt natürlich, je nach Gehäuse oder was auch immer ihr verwendet, unterscheidet sich das natürlich auch. Ich habe das Ganze auch nochmal grafisch ein bisschen aufgearbeitet. Jetzt seht ihr anhand der linken Seite, wie viel Watt Auslastung war im 10-Minuten-Test und welche Temperaturen da erreicht worden sind. Anhand dieser Grafik könnt ihr euch natürlich dann auch entscheiden, welchen Prozessor verbaue ich, wie viel TDP hat der. Bei AMD ist das wieder ein anderes Thema. Die haben etwas dickeren Heatspreader, deswegen schaut da lieber mal nach. Aber die verbrauchen auch nicht so viel wie die Intel-Prozessoren. Aber im Endeffekt kann man jetzt halt sagen, zum Beispiel, ach ja, ein 13400er knallt sich irgendwie in der Spitze 120 Watt rein. Da kann man die Wasserkühlung natürlich ganz locker verwenden, aber halt auch für stärkere Prozessoren. Und jetzt kommen wir auch mal zu dem Part, der die meisten wahrscheinlich interessieren wird, das Display. Also das ist jetzt so die Standardausführung. Dazu gibt es natürlich auch eine Software. Also erstmal muss ich sagen, dass die Software doch ziemlich aufgeräumt daherkommt. Also es gibt hier verschiedene Einstellungen, Situationsmodus, Bewegungsmodus, Recorder. Das schauen wir uns gleich alles noch an. Die Bildschirmhelligkeit können wir anpassen, Bildschirm aus, Bildschirm ein, natürlich Gyroskop. Das Thema hatten wir ja eben, die Option hätte ich gerne auch schon früher gehabt, dass er sich nicht einfach mitdreht. Aber man kann es hier halt deaktivieren. Optische RGB-Synchronisierung mit dem Motherboard, Temperaturwarnung, RGB einschalten. Ich denke mal, dann verfärbt sich einfach nur hier das Display halt rot oder grün, je nachdem, was für Temperaturen anliegen. Die Option hier CPU-Lüfter ein, aus oder Pumpenlüfter ein, aus, das braucht man jetzt nicht zu verwenden. Das läuft alles so schon. Und dann kann man hier halt CPU-Taktgeschwindigkeit, Zeit, Speedbump, was auch immer das ist. Ach ja, guck, da sieht man sogar gerade, wie die Pumpe läuft. Lüftergeschwindigkeit, CPU-Lüftergeschwindigkeit und Pumpe kann man sich anzeigen lassen, Temperatur und so weiter. Den Style kann man sich auch umstellen lassen. Also alles, was ihr hier jetzt gerade live seht, das sieht man auch auf der Pumpe, filme ich auch gleich nochmal ab. Ring- und Stoppuhr, dann sieht er so ein bisschen leistungsmäßig aus. Und unter Systembeobachtung kann man sich hier wahrscheinlich noch die Auslastung vom Prozessor und vom RAM anzeigen lassen. Und dann gibt es hier noch die Kerndaten, da kann man sich dann die RAM-Auslastung und die CPU-Temperatur anzeigen lassen. Man sieht unter anderem hier auch drumherum so eine leicht dezente Beleuchtung. Das ist wahrscheinlich damit gemeint, dass er dann dementsprechend halt rot leuchtet oder ähnliches, wenn die Temperatur einen gewissen Schwellengrad übersteigt. Wenn wir jetzt in der Software das Display heller machen, das ist ja gerade mal bei 14%, tritt dieser Effekt auch sofort auf. Ich stelle es jetzt aber wieder dunkler ein, einfach nur aufgrund dessen, weil die Kamera das sonst sowieso nicht richtig einfangen kann. Jetzt habe ich gerade die RGB-Synchronisation mit dem Mainboard eingeschaltet. Ihr seht es jetzt auch unten so herlaufen. Das ist ein ganz netter Effekt, finde ich. Wir können ja jetzt spaßeshalber auch mal diese Temperaturwarnung mit RGB einschalten und dann nochmal OCCT rennen lassen. Im Moment ist die Farbe noch so bläulich-grünlich. Ich starte jetzt einfach mal den Test. Die Temperatur seht ihr ja selber oben, die 75 Grad, 76 Grad. Vielleicht wird es hinterher wirklich rot, das wäre ja witzig. Ja, man sieht schon, er wechselt jetzt so ein bisschen hin und her. Auf der Kamera kommt es leider nicht so rüber, aber zwischen Gelb und Rot, unten an den Balken, könnt ihr das so ein bisschen erkennen. Gerade die CPU ist so bei 90 Grad und da wird es auch definitiv so, ja, nicht rot, sondern mehr so, ja, was soll ich sagen, orange-rötlich. Und wir machen den Test jetzt einfach mal aus. Mal gucken, wie sich die Farbe, zack, wird sofort wieder blau. CPU geht direkt wieder runter auf jetzt angenehme 40 Grad und man sieht, es ist halt wieder kühl. Hier gibt es auch noch einen sogenannten Bewegungsmodus in der Software. Ich habe das ja eben schon mal so leicht angedeutet. Ich packe da jetzt einfach mal ein GIF rein und bin gespannt, was dabei rauskommt. Jetzt lädt er die Datei gerade hoch, das geht relativ schnell. Und das scheint auch sehr gut zu funktionieren tatsächlich. Ist auch extrem flüssig. Wie so ein eigener kleiner Bildschirm. So soll es ja auch sein. Ich lade jetzt gerade noch mal ein anderes hoch für die Naruto-Freunde unter euch. Das funktioniert auch extrem gut und ist auch extrem flüssig. Also ist jetzt nicht so ein Ruckelbild, sondern ja, wie so ein eigener kleiner Bildschirm. Das ist schön. Jetzt lade ich noch mal eins von Overwatch hoch. Ja, das funktioniert hundertprozentig. Also jedes GIF, was ich gerade von Giphy runtergeladen habe, funktioniert tadellos. Ihr könntet dann unter anderem auch sowas hier machen. Ich weiß, das ist jetzt ehrenlos gegenüber Deepcool, aber es funktioniert halt. Was man unter anderem aber auch machen kann, man kann sich sozusagen über einen gewissen Zeitraum diesen Recorder hier einschalten und man sieht dann genau im Verlauf, wie die Taktgeschwindigkeit war und eben auch die Temperatur. Ich hau jetzt einfach nochmal den Test an. Ja, und man sieht direkt, wie das Diagramm ansteigt und auch die Hintergrundfarbe sich wieder ändert. Halt jetzt nicht nach Mainboard RGB, sondern wirklich wieder nach Temperatur. Das ist wirklich ein nettes kleines Spielzeug. Was man auch noch machen kann, man kann sich hier in dieser Übersicht CPU und GPU-Auslastung anzeigen lassen. Storage, RAM, Network. Man bekommt hier Computereigenschaften. Gut, die kann man auch normalerweise so abrufen beim PC. Und man hat halt hier das Gerät Mystique.
Und da habt ihr dann diese ganzen Spielereien, die ich eben auch mit dem Display gemacht habe. Ihr habt hier immer eine Vorschau und genau das gleiche seht ihr dann halt auch auf der Wasserkühlung. Kommen wir wie immer zu einem Fazit. Die Deepcool Mystique 360 ist eigentlich eine ganz gute Wasserkühlung. Ihr habt die Ergebnisse eben gesehen bei 150, 180, 200 und 220 Watt. Die kriegt das auf jeden Fall kühl gehalten innerhalb dieser 10 Minuten. Wenn ihr jetzt natürlich einen 13.700K oder sowas nehmt oder einen 14.900K und lasst ihn immer auf der Grenze laufen, dann packt die das genauso wenig wie alle anderen 360er IOs auch. Cool finde ich hier wirklich das Display. Extrem flüssig, nicht irgendwie so Pixelspielereien oder sonst was, sondern man kann wirklich alles sehr gut erkennen. Man hat eine gute Software mit dabei, wo man auch alles einstellen kann. Das ist wirklich ganz nett. Was mich persönlich halt stört, ist das Pumpengeräusch. Das Thema ist halt, ich teste hier auf einer offenen Testbench. Ihr seht es ja. Wenn ihr es hinterher im Gehäuse habt, kriegt ihr das wahrscheinlich gar nicht mit. Weil wenn die Pumpe dann so richtig loslegt, wenn der Prozessor warm wird, dann sind die Lüfter einfach lauter als die Pumpe. Aber ich muss sagen, für 179 Euro, die ist übrigens auch wieder verfügbar bei Alternate, habe ich eben tagesaktuell nachgeguckt, finde ich das echt eine gute I/O. Wir werden uns das Ganze natürlich auch noch im Deepcool Morpheus Gehäuse anschauen. Das steht da hinten schon parat. Da werde ich die dann einbauen. Dann kann man noch mal ein bisschen schauen, wie das optisch so passt. Ich finde es auch gut, dass die hier keine RGB-Lüfter genommen haben, weil RGB-Lüfter wäre jetzt wieder too much, in meinen Augen. Kann natürlich sein, dass ihr da anderer Meinung seid, aber ich finde das so mit den schwarzen Lüftern, dass das Display richtig zur Geltung kommt, immer noch am besten. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr von der Wasserkühlung haltet. Denkt dran, ihr könnt die natürlich auch gewinnen, aber nur Leute, die aus Deutschland kommen, sonst wird der Versand zu teuer, ihr kennt das ja. Schreibt dazu einfach einen Kommentar in die Kommentarsektion von YouTube. Genau, und dann lose ich innerhalb der nächsten 2 Wochen jemanden aus. Gut, das wär's dann auch soweit wieder mit diesem Review. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.